Mein Schweiß riecht nach Frikadellen. Ist das normal? Was? Der Schweiß riecht nach Frikadellen. Ja, Mann. What? Was? Was ist der? Frikadellen. Schön, und meinen Menschen da draußen. Ja, jetzt haben wir natürlich nicht geplant, wer die Begrüße macht, aber ich würde sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Konzept auf meinem und auf Trises Kanal. Und zwar dieses Format heißt, ist das normal? Ist das normal? Ist das ist eine gute normal? Frage. Ja. Bist du normal, Max? Um kurz zu erklären, ich weiß nicht, ob ich normal bin, weiß ich nicht. Aber immer noch besser als real. Okay. Okay, ich erkläre kurz mal, wir haben so eine Seite, die heißt istdasnormal.com. Genau. Und da schreiben Leute so entweder wirklich ernst gemeinte Fragen, ob das normal ist oder nicht. Aber da sind manchmal so trashige Sachen dabei. Und das lesen wir vor und dann können wir ja mal kurz talken, ob sowas normal ist. Ich würde sagen, ich lasse dir einfach mal den Vortritt. Ja, Alter, ich habe voll die unlustigen Sachen, glaube ich, rausgesucht. Da bin ich gespannt. Okay, willst du nicht lieber anfangen? Okay, dann fange ich an. Der erste Kommentar, ich habe jetzt nie mitgescreenshottet, wer das geschrieben hat. Habe ich auch nicht. Wenn ich mir einen Pickel ausdrücke, dann schmiere ich mir den Eiter immer auf ein Brot und esse es danach. Ist das normal? Alter, was? Es gibt echt solche ekelhaft, Leute. Widerlich. Aber denkst du, das ist echt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass du... Es gibt ja Leute, die... aus und dann mache ich das auf ein Brot und esse das. Es gibt auch Leute, die Nase bohren und das dann essen, also... Vorstellen könnte ich es mir schon. Okay, stimmt, von daher. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass sowas normal ist oder ob es erstmal sowas gibt, also dass ihr denkt, dass das real ist. Aber, wie ekelhaft muss man denn sein? Nee, das geht gar nicht. Ich glaube mal eher, das ist Trash. Ja, gut. Okay, als nächstes ist aber dann Tobi dran. Oh, shit. Aber wenn es ihm schmeckt, bitte... Dann soll er das doch machen. Oh, jetzt sind wir übel, Mann. Okay. Mein Schweiß riecht nach Frikadellen. Ist das normal? Was? Der Schweiß riecht nach Frikadellen. Ja, Mann. What? Was ist der? Frikadellen. Mein Schweiß riecht nach Schweiß, aber seiner riecht nach Frikadellen. Da würde ich ja immer Hunger bekommen. Boah. Stell dir mal vor, der bekommt wirklich Hunger. Gefährt das mit seinem Finger runtersteckt. Oh nein! Was? Oh, nein! Oh. Es gibt solche Leute, Alter. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Ich weiß es nicht, Tobi. Das macht mich gerade traurig. Den finde ich super, den nächsten, den ich habe. Den okay. Finde ich immer super. Ich denke beim Furzen an Leute, die ich nicht mag. Ist das normal? Also wirklich, ich mag diese aber gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, warum nicht, ne? Besser als an Leute zu denken, die man mag und zu furzen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr creepy, oder? Ja, es gibt auch Leute, die furzen angeil, also von dem. Okay, ja, kann man machen. Wie gesagt, es gibt alles auf dieser Welt. Es gibt alles auf dieser ja. Welt. Das ist echt schlimm. Wie viel hast du eigentlich? Wie, was hab ich? Ich hab circa 10, glaube ich. Hast du echt 10? Ja, aber ich glaube, die meisten eh unwitzig, also ich überspringe mal. Okay, dann bist du jetzt dran. Also ich bin schon wieder dran. Ja. Okay, ich glaube, der nächste ist ein bisschen unwitziger. Wenn ich aus einem Glas trinke, mache ich immer die Augen zu. Ist das normal? Also ich habe... Warum macht man da die Augen zu? Keine Ahnung. Darum habe ich ja die rausgesucht, weil ich denke, habe mir so vorgestellt, die trinkt aus dem Glas und die galt es dann so an. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, yeah. Obwohl... Wahrscheinlich hat diese Person irgendwann mal erlebt, dass sie beim Trinken so einen Spritz ans Auge bekommen hat und das irgendwie gebrannt haben muss. Also ganz ehrlich, also normal ist es jetzt nicht, aber bitte? Ich meine, es stört ja, glaub, keinen, wenn du im Restaurant sitzt und ein Auge beim Trinken zumachst oder so. Vielleicht schmeckt sie auch so. Dann blinzt es den anderen so insgeheim immer zu. Also guckt auf jeden Fall nicht beim Tobi vorbei. Oh nein.
Okay, oh, Max ist dran. Okay. Oh, das nächste ist richtig schlimm. Ich träume davon, dass ich beim Sex die Sackhaare ausgezupft bekomme. Ist das normal? Da muss ich erst mal fragen, warum hat der Typ Sackhaare und warum träumt er davon? Warum? Vielleicht hält es ihm an. Ich stelle mir das echt so vor, oh ja, tschick, oh. Alter, tut das nicht weh, Mann. Oh Mann, nee, das ist irgendwie traurig. Das tut nicht weh, es ist nur traurig. Das ist so traurig, dass es schon im Hirn weh tut. Oh ja. Du musst sogar leicht weinen. So, jetzt wird's pervers, jetzt bin ich dran, gell? Oh Mann, jetzt kommt Tobi, jetzt geht's wirklich wieder um die Gürtellinie. Meine Freundin sagt, dass Sperma nach Kastanienblüten riecht. What? Das hat er Erfahrung, würde ich sagen. Ja gut, kann man mal sagen, kann man machen. Leute, gerade an die weiblichen Zuschauer von mir, wenn ihr schon mal Sperma probiert habt oder dran gerochen habt, sagt mir mal, ob das echt so riecht oder nach was das sonst immer bei euch riecht. Vielleicht auch an die männlichen Zuschauer, ihr könnt ja mal dran riechen. Ich habe damit noch keine Erfahrung. Das ist irgendwie schon hart. Oh, mein Sperma riecht nach Kastanie. Besser als noch Scheiße. Alter, nein. Oh nein, das nächste bei mir schon wieder so richtig. Hau raus, komm, wir wollen auch noch. Ich bekomme, wenn ich mein großes Geschäft verrichte, eine halbe Erektion. Weißt du, was ich mir dabei einfach vorstellen muss? Ich muss mir dabei einfach vorstellen, der scheißt gar nicht richtig, der schiebt die Wurst nach vorne. Oh Mann, deswegen bekommt er eine halbe Erektion. Oh Mann, das war echt die beste Idee, das zu machen. Ihr könnt mir auch mal solche Fragen in die Kommentare schreiben, natürlich beim Tobi auch. Ja, ja, genau, schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr das von mir findet, ob ihr das weitermachen sollt oder nicht. Also ich find's mega geil. Find's bis jetzt echt nice. So, jetzt bin ich dran, pass auf. Mein Freund spielt lieber mit Pokémon als mit meinen Titten, ist das normal? Ja, würde ich mal sagen, ja, das ist normal, denn das ist ein richtiger Gamer. Fertig aus. Ist normal. Weißt du, machst du so, nee, mein, du fasst ja mal meine Zitten an. Nein, ich bin lieber Pokémon. Nö, ich zock lieber. Ja. Frag mich nochmal in 5 Minuten. Oh, das entwickelt sich aber gerade. Ja, ich spiel noch grade. Den Kampf und danach spiel ich vielleicht noch ein. Oh nein. Okay, Max ist dran. Meine Freundin pudert sich ihre Vagina mit Babypuder. Okay. Was hat das für einen Zweck? Ich versteh's auch nicht. Ich meine, Eincreme würde es vielleicht weicher in die Haut machen, aber Babypuder? Ich weiß gerade auch gar nicht, was Babypuder insgesamt bringt. Ich weiß es auch nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn ihr vielleicht das auch macht, schreibt mir in die Kommentare, ob sich das gut anfühlt. Ich will mir nicht unbedingt Babypuder kaufen, um das zu testen. Also, aber dann brauchst du noch die Vagina, gell? Natürlich. Ist ja die... Okay. So, jetzt bin ich dran. Das ist wieder so eine typische Frage, die wo für die Leute, die wo mit dem Social Network nicht ohne das nicht auskommen. Ich bin nicht auf Facebook. Ist das normal? Nein, das sind die totalen Untermenschen. Also Leute, die nicht bei Facebook sind, sind ganz klar ganz totale Untermenschen, weil Facebook natürlich das Wichtigste auf diesem Planeten ist. Weil Facebook mich hat... Nee, ist Untermensch. Das war das Beste. Vierte Welt. Wie Facebook, das ist nicht mal dritte Welt, ist vierte Welt. Ja, das Beste war einmal, wie Facebook down war und einfach die ganzen Leute bei der Polizei angerufen haben. Facebook ist down. Ist echt so. Das war einfach so. Ich denke mir dann immer so, ja, es gibt ja noch Instagram und Twitter. Und Hauptsache YouTube ist nicht down. Ja. So, ich habe jetzt nur noch eine Sache, okay, wo ich mir einfach nur denke. Okay, hau raus. Okay, pass auf. Da kommt das Essen gerade hoch, weil ich das schon lese. Ich pule mir gerne Arschrosinen aus meiner Kimme und füttere damit meine Freundin. Ist das normal? Oh, Max! Oh, oh,
Das ist das Schlimmste. Ich kann das gar nicht, Alter. Ich kann das gar nicht, Alter. Was ist das? Was ist das, Alter? Weißt du, was Arschrosinen sind? Ach nee, Max. Ach nee. Das ist widerlich, Mann. Oh. Das ist widerlich. Ich bin der Scheiße. Widerlich. Das war mein letztes, was ich hatte, Leute. 90% der Leute haben jetzt schon weggeschalten. Die haben einfach jetzt schon, denken sich, was ist denn das für ein Spasti? Die sind einfach reingeschissen. Ja. Das ist ein T-Shirt bei dir, reingeschissen. Reingeschissen, nicht ringgeschissen, reingeschissen. So, okay, ich hab noch einen. Reingeschissen. Okay, da hau deinen letzten raus. Ich hab noch ein paar. Also nicht mein letzten, ich hab noch ein paar. Wenn ich okay, Auto dann liest die alle. Dann lies alle vor, dann okay. Lies alle vor. Wenn ich Auto fahre, bekomme ich immer eine Ratte. Oh, okay, der zweite Ganghebel ist eingebaut, ne? Vielleicht setzt er sich auch immer in die Mitte, also auf dem Gangschalter. Da hat man immer doppelt so viele Gänge. Ich stell mir das einfach vor, stell dir einfach mal vor, seine Freundin sitzt daneben und ihr fährt gerade zum Auto. Oder irgendwie seine Mutter sitzt daneben. Oh. Okay. Bei dem Jungen. Stell mal vor, der nimmt den Vorschussschaltknopf in die Hand. Upsi-dups. Oh, den war wir ja schon versehen. Okay, auch den nächsten raus. Mein Freund isst immer Kinderriegel mit Zwiebel und Ketchup. What? Kinderriegel mit Zwiebel und Ketchup. Mit Zwiebel und Ketchup. Also Leute haben schon einen Geschmack. Ich hatte einen Klassenkamerad, der hat Pizza mit Senf gegessen. Oh Leute, okay, mit Senf, das kann man ja auch verstehen, aber Kinderriegel mit Zwiebel. Oh. Boah, mir kommt das Essen gerade hoch, mir ist gerade irgendwie schlecht geworden bei dem Gedanken schon, wie er schmecken muss. Ja. Oh Mann, hau den nächste raus, ich will nicht mehr drüber nachdenken. Nee, ja gut, vielleicht. Okay, jetzt geht's langsam Richtung Ende, jetzt werden sie schlechter. Okay, dann ist okay. Das jetzt der letzte einfach. Okay, letzte. Das ist der letzte. Wenn ich im Bus sitze und ich hässliche Leute sehe, muss ich sie die ganze Zeit angucken, weil ich nicht glauben kann, wie hässlich sie sind. Ist das normal? Ja, das ist normal. Das ist auch. Ihr müsst euch das mal geben, also ohne dass es jetzt böse gemeint ist oder sonst was. Aber wenn irgendjemand irgendwie so besonders komisch aussieht, sag ich mal, das ist ein Grufti und der kleidet sich halt so. Es gucken ihn wirklich alle an. Oder wo ich das erste Mal in der Schule mit dem Bandana hier rumgelaufen bin. Mich haben auch alle angeguckt, als wäre ich von einem anderen Planeten. Ja, ja, kenne ich aber auch. Na gut, das stört mich das jetzt nicht. Aber stell dir mal einfach vor, er ist auch so hässlich und schaut auch so aufs Handy und hat seine Kamera so auf sich gerichtet und schaut sich einfach die ganze Zeit an. Ja, also, ja, okay. Ich bin schon heiß, gell? Ja, ja, ich bin schon hübscher, ne? Ich bin schon hübscher. Oh. Okay, das Niveau wird niedriger. Ja, langsam wirklich. Ja, das war schon, sagen, wie du reingeschissen hast. Das okay. War schon am tiefsten. Wenn euch der erste Part davon gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und meine Leute, schaut einfach mal beim Tobi vorbei. Ja, Max auch unten beschreiben, beziehungsweise auch in der Kanalbox auf meinem Kanal. Und. Nein, ich dachte auf deinen zweiten Kanal. Oh, Zweitkanal. Ich habe gar keinen Zweitkanal. Okay. Okay. Und ja, schreibt mir im Kommentar, was man verbessern könnte an dem Ganzen und was gut war. Was gut war. Und was ja. Nicht normal ist, könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben. Was nicht davon normal war, schreibt es in die Kommentare. Okay, dann würde ich sagen, Leute, haut raus. Ja. Bis zum nächsten Video, Leute. Ja, ringgeschirrt. Wie sagst du immer? Reingeschirrt. Ringgeschirrt. Ciao, Leute.